Ja, ich bin Erzieherin und wollte euch eigentlich unsere CD vorstellen. Ja, erstmal hier eine kleine Übersicht. Unsere kleine Kita, hat sie eigentlich schon alles gesagt, sind 32 Kinder und wir sind nur 5 Erzieher in Reinickendorf. Ich habe nur 10 Minuten, deswegen kann ich da eigentlich nicht viel mehr erzählen. Ausgangssituation war, dass in unserer Kita sollten Bäume gefällt werden in der Namenumgebung, also bei uns im Kita-Gelände. Und da hatten wir die Idee, daraus einen Komposthaufen zu machen mit den Kindern und gleichzeitig unseren Garten eigentlich naturnah zu gestalten. Und zu dieser Zeit haben wir Post von den Klimakönnern bekommen und dachten, boah, das passt ja eigentlich super zusammen, also besser geht's nicht. Ja, und dann haben wir dran gearbeitet. Nee, hier ist es. Wegen Corona wurden wir gezwungen, unser Theater, was wir zweimal im Jahr machen, einmal im Sommer und einmal im Winter, anders zu gestalten. Und deswegen sind wir auf eine Idee eines Hörspiels gekommen und haben das, eigentlich ist das wie eine Zusammenfassung von dem, was wir in den Klimakönnern Zeit gemacht haben und was wir eh gemacht hätten, aber durch die Klimakönner eigentlich intensiviert haben und auch nochmal andere Elemente mit reingebracht haben. So, und ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt, weil alleine kriege ich das zittermäßig nicht hin. Hallo liebe Freunde, ob groß oder klein, wollt ihr mit mir Naturfreunde sein, dann hört diese CD. Ich bin 5 Jahre alt und gehe zu den Mini-Kids. Wir haben unseren Garten umgestaltet mit Hilfe von den Erziehern und den Eltern. Nun blüht es bei uns kunterbunt. Und auch wir Kinder haben was für uns zum Naschen angepflanzt. Für viele Tiere gibt es ein Motel und auch ein Restaurant und ein Pool. Wir haben so viel gelernt, so viel Schönes. Zum Beispiel, dass die Tiere sich tarnen wie die Igel oder schützen wie die Igel mit ihren Stacheln. Aber es gibt auch immer weniger Tiere in der freien Natur. Das ist ganz schön traurig. Mit diesem Hörspiel wollen wir euch begeistern, Naturforscher zu werden. Hört einfach mal rein. Ja, ein wichtiger Teil unserer Kita-Arbeit sind unsere Waldspaziergänge im naturnahen Vlies und unsere Waldtage, die wir viermal im Jahr machen. Die kleine Gruppe erklärt dir das Vlies, wenn du nicht weißt, was das Vlies ist. Also, wenn wir ins Vlies gehen, den Weg rein, was für ein Schild ist denn da vorne? Ein Eulenschild. Okay. Was darf man denn im Vlies alles weiter das Eulenschild ja mal nicht machen? Laut sein. Laut sein. Aber die Taschentücher auch hinschmeißen. Nicht mehr ab. Und was darf man gerne im Vlies machen? Was darf man spielen? Was noch? Feuer machen. Spaß mit Stöckern ein Feuer machen? Okay, nach oben gucken. Und was haben wir gesucht da oben? Vögel. Vögel kann man auch im Vlies beobachten. Was Tiere. Noch? Genau, welche Tiere denn alle? Iguanodons. Oh Gott, nein, die nicht. Adler. Was noch? Iguanodons. Kleintiere alle. Was sind denn das alles? Ameisen. Was noch? Da, auf deine Hand. Ja, eine Mücke. Iguanos. Was noch für Tiere? Feuerkäfer, genau. Was noch? Und noch Hummeln. Hummeln, sehr schön. Und noch? Fliegen. Fliegen, was noch? Und ein Kuckuck auch. Es gibt ganz viele Tiere im Vlies, ne? Ja, durch unsere regelmäßigen Naturbesuche fördern wir die Sinne der Kinder. Kleine wie größere Tiere werden entdeckt und beobachtet, Naturmaterialien gesammelt und wir spüren die und basteln damit. So entstand unser Naturforscherhefte, den wir jetzt noch immer weiterführen. Die Kinder bringen gesammelte Materialien mit oder ein Foto und dann werten wir das zusammen aus, in welche Kategorie was passt. Und ja, und diesen Hefter, den haben wir immer vor Ort liegen und können die Kinder sich auch immer wieder angucken.
Wie schon erwähnt, haben wir ein Kompostprojekt gemacht und dazu wieder ein kleines Audio. Die große Gruppe erzählt was über den Kompost. Was ist ein Kompost? Das ist ein Haufen, wo Gemüseschalen und Blätter und Äste da drauf kommen und die dann immer im Kreislauf zu Erde verkleinert werden. Die Tiere verkleinern das in der Natur wie auf dem Komposthaufen, genau in dem Kreislauf. Der Baum nimmt die Erde und die Nährstoffe auf die Wurzeln auf und leitet das in den Stamm und an die Blätter rein. Das Blatt fällt im Laufe des Tages runter, die Tiere tun das Essen und die Nährstoffe kommen heraus. Dann wird alles wieder zu? Erde. Wie im Kompost, ne? Wie haben wir denn in der Kita unseren Komposthaufen gebaut? Also erstmal Baumstämme absägen, dann die hier in Bretter schneiden oder so lassen und dann die nageln oder festbinden. In dem Ganzen haben wir auch ein Schmetterlingsprojekt begangen, wo wir die Raupen aufgezüchtet haben bis zum Schmetterling hin. Womit findet der denn die Blumen auf der mit Wiese? Mit den Rüsseln. Mit den Fühlern. Mit den Fühlern? Fühlern. Was ist mit, den, mit den was Rüsseln. Ist das Besondere an den Fühlern? Riechen. Und tasten und fühlen, genau. Und schmecken, genau. Und die Männchen können, haben, glaube ich, eine Pose, wo sie dann einen Geruch sind, weg heraus machen. Und die Weibchen riechen es dann mit den Fühlern. Zum Schluss der CD haben wir noch ein Quiz gemacht, damit Gelerntes nochmal gefestigt wird oder auch einfach Spaß beim Raten haben. Gerne könnt ihr auch mitraten. Jetzt geht es los mit einem Quiz. Mal gucken, wer sie erraten kann. Worauf muss man im Vlies achten? Weiß keiner. Auf die Eule. Welche Tiere gibt es im Vlies? Mücke. Woran erkennt man ein Naturschutzgebiet? So, jetzt habe ich noch mal ein Audio, das haben wir ganz zum Schluss gemacht. Jetzt kommen Naturgeräusche für Entspannen. Ganz viel Spaß dabei. Genau, entspannt euch oder fragt noch Fragen.